Das ist schon eine privilegierte Gegend hier, um Reha zu machen. Neurologische Erkrankungen sind ja nie gut, ja? Und trotzdem geht das Leben weiter, weil ich bin kein Typ, der Kopf ins Sand setzt. Man kann hinfallen, man muss aber auf jeden Fall immer wieder aufstehen. Ja, das ist wichtig, damit das Leben eben auch lebenswert ist. Das Besondere an der neurologischen Rehabilitation ist, dass sie einerseits patientenorientiert ist. Das heißt, wir beziehen den Patienten in unsere Überlegung mit ein. Er sagt, was sein Ziel ist und danach orientiert sich die Therapie. Und außerdem ist die Rehabilitation auch teamorientiert. Das heißt, das Team, was zusammenarbeitet, was koordiniert zusammenarbeitet, ist ein zentraler Punkt für den Erfolg der Reha. Wir tauschen uns permanent aus. Es gibt flache Hierarchien. Wir haben ja auch einen internistischen Oberarzt. Das ist auch sehr hilfreich, weil unser Patienten ja neurologische Schwerpunkte, aber im Alter kriegt man ja auch viele internistische Probleme. Und dann ist es auch sehr gut, jemanden zu haben, die dann ordentlich antworten können. Ja. Diese Interdisziplinarität, der super Austausch täglich über die Patienten mit der Pflege, mit den anderen Therapeuten, das ist das, warum wir in der Klinik arbeiten als Therapeuten und warum wir uns das hier als Arbeitgeber gesucht haben, denke ich. Was es spannend macht, so im Stationsalltag, ist, dass jeden Tag irgendwas anderes ist. Also man kommt auf Arbeit und man weiß nie genau, was einen erwartet. Aber man kennt die Patienten schon länger teilweise und man kann auch genau auf die eingehen und merkt es auch sofort, wenn es denen mal nicht so gut geht. Wir sind ein sehr verschweißtes Team. Das heißt, wir kommen auch mehrmals am Tag kurzzeitig zusammen. Zum Beispiel haben wir uns zur Regel gemacht, dass wir zusammen Mittagessen. Eine Stärke unserer Klinik ist, dass wir hier die gesamte Behandlungskette für neurologische Patienten anbieten. Von der Intensivmedizin über die neurologische Frührehabilitation zur weiterführenden Rehabilitation und bis zur ambulanten neurologischen Reha durch unser ambulantes Therapiezentrum Auromed. Dort bieten wir Physiotherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie auch für ambulante Patienten an. Ich liebe das, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe immer schon gerne als Sprachtherapeutin gearbeitet, zu sehen, dass ich den Patienten da helfen kann, neue Kommunikationswege zu eröffnen und natürlich dieses tolle Team, was wir hier haben. Hier macht man ja auch viel Fortbildung, das ist auch sehr gut. Ich will dann meinen Facharzt in Neurologie machen und sonst mit Forschung und so ist ja auch Asklepios sehr fortgeschritten und auch mit Robotik. Das ist ja auch spannend, was die hier in der Rehabilitation schon machen. Eine besondere Stärke der Robotik ist die frühe Mobilisation von Patienten und dass wir es mit den Geräten schaffen, sehr viele Schritte in einer Therapieeinheit zurückzulegen. Also die Patienten können bis zu 1000 Schritte in einer halben Stunde zurücklegen, was ohne diese Technologie sicherlich nicht möglich wäre. Natürlich ist es so, wenn der Patient anfängt, sich zu verbessern, vielleicht sogar aus dem Rollstuhl herausbekommt, ja, und wir die Freude und den Erfolg in ihm sehen, ist das der Bonus für uns, den wir kriegen. Solange es Fortschritte gibt, sollten wir das auch ausnutzen, solange sollte man auch hier sein. Ja, weil mit zu Hause macht man nie so viel wie jetzt hier in so einer Klinik. Jetzt wird ja hier ein Intensiv gebaut und auch so ein Intermediate Care Unit. Und das ist schon ein großer Schritt. Dann braucht man ja Intensivärzte, Intensivpflege auch dazu und dann kriegt man ja viele neue Herausforderungen. Und auch für die Klinik glaube ich, dass es sehr gut ist, weil dann muss man ja auch nicht verlegen, dann kann man ja auch hier direkt behandeln und das große Angebot an sich wird dann noch besser. Wir sind ein junges, hochqualifiziertes, dynamisches Team. Wir erweitern uns, wir brauchen immer neue Talente, bewerben Sie sich.